Tada. Können wir schlafen vielleicht? Können wir machen. Miteinander? Was? Das hast du jetzt. Ja, alle in einem Bett. Ja, geil. Ja, gut, dann wird es Ja, wenigstens warm. Bei mir ist es echt kalt. wir könnten. Warte. Ja, warte, ich komme runter. Bitte. Ja, ich weiß, ohne mich geht nicht. Ja, eben. Na, wo ist denn jetzt das da? Dass man da auch mal die ganz richtige Stelle ziehen muss, damit das Symbol erscheint. Ja. So, wir haben gepennt. Jetzt gibt's was zu futtern. Er hat hier seine Pillen liegen lassen. Ah, komm, ich esse heute mal ein Bein. Ja, geil. Ah, die ist noch nicht fertig. Musste hier die Mädels fragen, die lassen doch ihre Pillen überall liegen. Also. Was essen wir denn heute? Was essen wir heute? Ich wieder Rohrfisch. Ja. Ah, ich hab ja, gerade die habe jetzt. ich da eben. Oh, jetzt säuft er aus dem Wasser hier, aus dem Drecksloch. Ja, geil. Weißt du, durch den Steg durch. Ja, ich weiß. Mach ich immer. Das kannst du übrigens überall machen, wo diese Lücken sind. Da kannst du immer durchtrinken. Ja, der Arm ist auch noch roh. Ist alles noch roh. Die Fische habe ich eben erst reingehangen. Nee, die hintere Ecke da ist schon fertig. Jawohl, da der eine nicht. Warte mal. Ja, die andere beiden habe ich jetzt genommen. Aber ich setze noch einen dran. Der eine, den ich jetzt gerade hingegangen habe, der ist fertig. Den kann dann nehmen. Auf dem hinteren das rechte. Nicht der fleckige, sondern der andere. Der ist fertig. Nicht der fleckige, so was? Ja, der. Guck mal da. Der Fisch hier. Nicht der. Du hast den falschen genommen. Der fleckige, der ist roh. Und der andere, der ist fertig. Den habe ich jetzt gegessen. So. Das andere, wie gesagt, ist noch leider nicht fertig. Naja. Nur Gut. halt Wollten ein bisschen wir rohen Fisch wollten ja mit, ne? jetzt, genau, wir wollten ja die Dings mitnehmen. Aber wir können ja auch, stimmt, wir können ja ein bisschen roh, ich nehme roh, bisschen rohes Fisch mit, dann kann man ja dann mal noch ein Feuer machen. Wir sind drei rohe Haare. Ich nehme mal so 3 Stück mit. Meine getrocknete Haare gibt es ja auch nur 2 Stück. Ach so, ich wollte noch ein paar Brandpfeile machen. Ja. Ich weiß ja nie, ne? Haben wir noch Pfeile? Natürlich nicht. Wir haben keine Pfeile mehr. Zu Wir dem Fest. müssen mal wieder Köcher Dings sind aufheben, keine. Medizin. Wir haben kaum noch Medizin da. Warte, ich pack mal welche rein. So, jetzt sind noch genug. Ich habe meine ganzen Ah, ich Pfeile habe mal auch. übrigens in den Korb getan, weil mit dem Bogen kann ich eh nicht umgehen. Ja, meine Pfeile sind voll. Ja, ich pack meine auch mal irgendwie komplett da rein, weil wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das lassen wir lieber die Mädels gerade machen mit dem Bogen, weil die können das irgendwie gerade ziemlich gut, oder ziemlich besser. Normalerweise sind ja die Mädels die Sammler und die Menschen die Jäger, Männer die Jäger, ne? Und jetzt ist das Bonzo aber ein bisschen andersrum. Erstmal ein paar Brandpfeile hier. Dann nehme ich mir mal zur Sicherheit mal 3 Medizin mit. Nicht, dass ich dann nachher wieder in der Höhle stehe und habe nichts. Ja, ich habe eben irgendwo welche noch gefunden. Ja, im Schrank hinten sind genug noch. Ich habe auch noch welche. Ich kann auch noch was reintun. Ich So habe in der ich hab Höhle ist mir jetzt. noch ein bisschen. Achso, ich habe noch 5 Stücke oder so da, falls ihr den braucht, weil ich tue mal 2 wieder raus. Ja, ich nehme mir mal den Alkohol mit, dass Hier man oben irgendwo ist auch noch hinfahren kann. genug, Yvonne. Sabrina meine ich. Hier oben sind noch 4 Stück. Alkohol meinst du? Ja, Alkohol liegt da, steht da drunter. Ja, ich nehme jetzt mal den Alkohol mit. Dass man unterwegs noch mal ein paar Brandpfeile nachmachen kann, eventuell. Medizin. So einen guten Voll. Alkohol. Ja. So, ich bin noch ein bisschen aufgerüstet diesmal. Mit
ein bisschen Knochenrüstung und Mutantenrüstung. So, ich habe jetzt fast 50 Brandpfeile. Okay, gut. Josef, lasst euch da so gerne. Da dürfte doch nichts schief gehen. Das Spiel hat manchmal so seine Überraschung. So, also ich wäre bereit auf jeden Fall. Me too. Na dann auf. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wollten wir nicht die modernen Bogen holen? Gut, da müssen wir vorne raus. Weil wir haben jetzt die das Tauchgerät. Das Tauchgerät, wir brauchen diesen modernen Bogen, dann fehlen noch ein oder zwei andere Artefakte, ne? Ja, die Schlüsselkarte müssen wir, glaube ich, auch holen. Dann, ne? Holen wir uns die Schlüsselkarte danach. Haben wir die danach? Hier ist, weiß ich, so. Hä? Schlüsselkarte weiß ich jetzt, die habe ich, ist ja, aber noch nicht gegen. Da seid ihr nicht runtergekommen, da war ich schon mal, wo das Ding ist. Ne, alles gut, dann machen wir das doch so. Dann gehen wir jetzt nach und nach wirklich die Sachen erstmal einsammeln. Dann kann man immer noch machen. Dann müssen wir irgendwann bei Folge 60 dann sein. Und dann kann man immer noch mal ein bisschen bauen und so. Ich denke so, Gruppe 94, 95 grob würde ich es eigentlich tatsächlich schon so langsam angehen, dann in Richtung Spielende zu gehen. Je nachdem, wie lange wir dann die Folgen machen. Also dann die Story zu beenden sozusagen. Ich würde mit Folge 100 wirklich das Ende machen. Ja. Ja, dann kann man ja gucken, ob man den jetzt quasi wiederbelebt und das Spiel zu Ende ist oder ob man weitermacht, ne? Das kann man sich am Ende aussuchen. Ja, aber mit Staffel 2 quasi eine neue Map machen. Müssen wir mal gucken. Oder man macht, ne, zwei Speicherstände vorher und dann kann man nachher immer noch sagen, hier. Ja, wir können auch überlegen, ob wir dann hier nochmal weitermachen dann oder ob wir dann einen neuen Speicherstand mal gucken wir dann einfach dann mal. Machen wir erstmal ein bisschen noch so. Ich denke, wie gesagt, mit Folge 100 sollte das eigentlich kein Problem sein. Dann haben wir einen guten Teil getan. Ja, momentan sind eh kaum Spiele drauf, die man zu viert spielen kann, ne? So Sachen. Und wenn man sagen könnte, man könnte auch theoretisch mal ein ganz anderes Projekt starten. Oh. Hm? Also ich habe ein Spiel, was man zu viert spielen kann. Krokodil, ja, Vorsicht. Eins habe ich auch. Getroffen. Welches denn? Mit meinem besten Freund spiele ich momentan das Ghost Recon Breakpoint. Oh, ich bin tot. Leute, wir brauchen mal Hilfe. Wo hier seid ihr denn? Wir, na, sind hier, der Kev hat sich von einem Krokodil beißen lassen. Wir könnten aber auch theoretisch, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt, Dead by Daylight. Habt ihr das alle habt? Ich hab. Nee, hab ich noch nicht, aber könnte ich mir besorgen. Ich hab das nur für den PC. Ja. Wo ist er denn? Ich bin leider hops gegangen. Das Krokodil, aber nicht den Kev. Ich hab's nicht gesehen. Ernsthaft. Bist du komplett tot? Ja. Ah, okay. Dann warten wir jetzt hier, dass er seinen Rucksack noch holen kann, dass er weiß, wo der ist. Ei, scheiße. Ich habe ja gar keine Ausrüstung. Ich habe gar nichts. Oh Gott, ja. Schnapp. Ich habe vergessen, das Zugriff zu leeren. Also wie gesagt, ich habe das, also das Dead by Daylight habe ich für einen PC. Mhm. Ich gucke da unheimlich gerne zu, aber ich habe festgestellt, zum Spielen ist es nicht meins. Okay, na, das wäre mal so eine Idee. Ja. Oder wir gucken mal, ob wir das Ghost Recon, ob ich mir das Ghost Recon. Was ich aber definitiv habe, ist ja noch das Friday the 13th. Wir könnten auf Freitag der 13. spielen zu viert, aber dann. Ja, das kenne ich nicht. Das ist so ähnlich wie Dead by Daylight, ja, nur mit Jason als Mörder. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, jemanden umzubringen, quasi. Also ich spiele dann auch sehr, sehr gerne Killer dann im Zweifel. Müssen wir mal gucken. Wir würden ja auch da nur unter uns spielen, wir würden ja nicht mit anderen dann. Könnten wir. Was hast du denn schon wieder? Nein. Irgendwie. Weiß ich. Drama, Baby, Drama. Warte mal gerade kurz. Ich weiß auch nicht, welches Spiel ich meinte, ne? Mit Spielmodus. Ja, wir gucken, können auch mal gucken, ob wir das Dings bekommen. Das Ghost Weekend. Wenn wir mal holen. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja, muss ich mal gucken, weil ich wollte mir jetzt eben ein paar Spiele holen jetzt im Januar. Weil dann starten wieder ein paar gute Angebote. Da gibt es ein paar Spiele, die ich noch nie gespielt habe, für unter 20 Euro. Ja, ich weiß, ich kenne das hier nämlich auch. Wir haben uns auch jetzt spieltechnisch ziemlich eingedeckt, also für die PS4 Beispiel, als auch für die Switch Beispiel, und so. Zum Beispiel das Resident Evil 2 Remake will ich endlich mal spielen. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt sagen. Oder ich brauche noch ein bisschen, weil ich habe hier gar nichts mehr momentan. Kein Futter, kein gar nichts mitgenommen. Scheiße. Ja, das
Das Breakpoint, das hatte ich relativ günstig beim Black Friday gekriegt. Na, müssen wir mal gucken. Ich glaube für 28 Euro oder sowas habe ich das gekauft. War schon super Preis. Ja, ich habe mir jetzt vor kurzem noch, wenn von der Seite das Ding geholt, wo ich ein bisschen reingekommen habe. Für Star Wars, das so Call of Duty und so habe ich mir geholt und was. Ich glaube, das kannst du kannst auch das unten die Farquhar-Teile müsstest du eigentlich auch zu viert spielen können, oder kannst du die nur zu zweit spielen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die kannst du da sogar zu sechs spielen, oder? Spielt eigentlich keiner von euch PUBG? Nee. Nö. Kein PC, keine, also kein PC, der momentan angeschlossen ist. Ist auch für die PlayStation. Da kommen nein, hier PUBG. Ein paar Gegner. PUBG ist Xbox, also Windows. Nein, PUBG gibt's auch für die PlayStation. Okay. Oh, Gegner. Mhm. Geht doch schon los. Kommen auch welche. Schon wieder gut los. Ha! Einer tot. Gibt's hier nichts zu essen irgendwie? Boah. Einen habe ich schon mal mit Dynamit zerstückelt. Kommen sie von allen Seiten, wa? Ja. Na? Na? 1, 2, 3, 4. Na los, komm schon, komm näher, komm ran. Komm. Ich muss dringend mal wieder. Ja, ich muss auch nochmal in die Bude. Ich muss was dringend was essen und trinken holen. Ich komme sofort zurück. Ihr seid ja noch dahin. So, zwei sind tot. Mal noch ein bisschen zerhacken hier, damit wir noch nachher noch was zu futtern haben. Hm. Ich glaube, die anderen sind weg, ne? Wo lag hier? Wo lag sie? Ich müsste mal was essen. Das Bein steht. Geil. Steht das bei dir auch hier, das Bein? Yep. Ich habe hier ein Feuer gemacht, falls ich jemand was zu essen braten möchte. Ja, ich habe ein bisschen Wein und Arm hier. Ich finde es übrigens cool, dass die Krokodile so viel Rüstung bringen. Bringen die auch Rüstung? Ja, Echsenhaut. Echt? Ja. Ich habe fast volle Rüstung durch die. Was ist denn? Die Echsenhaut. Unten rechts. So, jetzt komme ich. Wie? So, neben den Snacks und Soda-Dosen müssten die sein. Oh, leck mich doch mal. Ne, da habe ich nichts. Ich habe Feinde. Ich hatte davon ganz viel. Vielleicht hast du die nicht abgehäutet? Doch, habe ich. Und dann habe ich das Fleisch mitgebracht. Wo seid ihr jetzt alle? Da kommen vier große. Und eins davon blau. Ja. Vorsicht, Kev, du läufst gerade direkt drauf zu. Ja, du solltest vielleicht, wenn, rechts durchs Wasser. Ich gehe mal schon mal Richtung Höhleneingang und warten da. Ja. Ich bin durchs Dorf jetzt gegangen.
Du sollst aber pass auf, direkt vor dir kommen wirklich einige groß und eins davon sogar blau. Ja. Ich hab einen Hasen, mich kann nichts erschrecken. Du solltest gleich direkt ins Wasser. Ja, ach, du hast den richtigen Hasen, Kev, okay, gut. Ja, ich komme sofort. Ich muss aber erstmal mein Zeug so irgendwie... Ich hab ja meinen Rucksack, muss ich bin ja noch gestorben da oben. Wo war denn der doofe Eingang nochmal? Hier ist er. Oder? Was? Nee, das ist er nicht. Wo ist er denn, der Eingang? Der muss ja hier irgendwo sein, ne? Ich weiß es nicht. Oh, Gegner. Vorsicht. Ah, hier oben beginnt schon die Schneedings. Hier, ich habe ihn gefunden, ne? Weiter unten. Hab letztens über Google so eine richtig coole Map gefunden, wo du alle Höhleneingänge und alles zu sehen hast. Ich habe irgendwann mal selber eine Karte erstellt. So, jetzt müssen wir am Höhleneingang warten, damit ich euch gleich sehe, weil ich muss jetzt immer nicht als Gegner hier. Ja, es sind 4 Stück. Und das ist jetzt hier die Höhle, wo es richtig abgeht, ja? Ja. Na da. Hoffen wir mal, dass wir das überleben, wenn ich schon vorhin an der Gebärde so gescheitert sind. Direkt am Anfang kommt so ein Armsi. Und ein paar kleine und dann geht's nachher, also in dieser Haupthöhle, wo man tauchen muss, geht's dann richtig rund. Also mindestens 2 von diesen Virginia-Dingern und ein paar, so 5, 6 von den kleinen. Denn die Rechte alles sind blau, ne? Eieiei. Oh, die hat sie jetzt ein bisschen aufgehängt. Aber Geld haben sie noch dabei. Urlaubsgeld hat, ne? Weil sie alle aus dem Flieger kommen, die Leute? Ja. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich alles, ob das alles Insassen vom Flugzeug sind. Aber vielleicht nicht unbedingt vom gleichen Flugzeug. Weil sie stürzt öfters mal welche ab. Oh, das war gut. Der ist noch gut. Der ist noch gut geflogen. Ich weiß halt manchmal, was ich tue. Manchmal. Ja, manchmal. Realistisch. Ach komm, ey, scheiß drauf. Geh da jetzt runter. Ach komm, scheiß drauf, ich geh jetzt sterben. Ich geh wieder hoch. Mir ist heiß. Ich guck mal das an, wie der da unten. Wenn man zielen würde, wenn man hier treffen würde. Ich geh das mal an. Ich bin einfach oben geblieben. Sonst geht er wieder hoch. Ach so. Ja, okay. Nein. Ich will nicht wieder zurück. Flugzeug ist scheiße alleine. So, der Große ist tot. Ja, ich gleich auch. Ja, warte. Schnell, schnell weg, geh weg. Oh, Kev, du musst reagieren. Ja, das ging sehr schnell auf einmal. Und direkt wieder war ich tot. Da habe ich wegen dir fast meine ganze Rüstung eingebüßt, ja. Okay. Ja, nimm hier schnell die neue Mutantenrüstung.
alte Pfeile wiederholen, ja. Hier auch noch ein Pfeil. Haben wir irgendwo Wasser, wo ich mich mal kurz waschen könnte? Wir müssen eh gleich tauchen, oder nicht? Gleich kommt irgendwann was, ja, aber... Weil ich bin blutüberströmt. Hier hinter ist auf jeden Fall noch irgendwo was. Hinter dieser Wand. Da geht schon irgendwas durch die ganze Zeit. Hinter der Wand war gut. Ja. Ja, hinter der Wand kommen, glaube ich, keine kommen. Der eine ist gerade durchgerannt. Jetzt war Markus jetzt gerade. Ach so, dann, dann hat er sich hier versteckt wahrscheinlich. Ich dachte mir, ich fackel ihn mal ein bisschen ab. Ja, hat funktioniert. Das Haarspray fände ich zum Beispiel als Waffe sehr cool. So. Oh, ja. Okay. Das ist natürlich eine ganz schöne Höhle hier. Darfst du auch nicht runterfallen. Machen wir gleich dann die Blätter ab. Was soll man eigentlich mit den Pinseln immer? Man findet überall immer diese Pinsel. Damit kannst du, glaube ich, hier so... Bilder malen. Ja, genau. Nein, Zielscheiben und sowas bauen. Und da brauchst du Farbe für, um die Farbe aufzubringen, brauchst du die Pinsel. Ist jetzt hier runter? Ja, ne? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall, ja. Oh, da hat jemand schon die moderne Taschenlampe. Kommt wieder. War die da oben? Ne, die müssen wir schon länger haben eigentlich. Ja, ich dachte, ich nehme die nur mal die besseren Sichtkarten wieder. Ach doch mal, die wieder mal ganz schön weit nach unten hier. Und nicht, was ist denn hier richtig jetzt überhaupt? Ja, hier sind wir richtig. Müssen wir hier einmal rüberklettern. Ich gehe jetzt gleich nach unten. Ja, da! Oh. Ich bin runtergeflogen. Nee, jetzt ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist jetzt ganz unten? Wir sind unten. Warte. Alter, beide sind runtergefallen. Ich wusste nicht, wo ich loslassen soll und bin dann eingestoppt und irgendwann aufgehört und dann. Hupp, da unten. Meine Augen hat einfach auch aufgehört und dann war ich so gut. Ach, hier seid ihr. Hallo, guten Tag. Nummer eins. Nummer zwei. Sehr nett. Aua. Muss ich auch da runter oder auf die andere Seite hier? Nee, du musst nicht hier runter. Einfach runterfallen lassen, wir sind hier unten. Genau, auf die andere Seite. Dem Scheinwerfer hinterher sozusagen. Ich warte hier mal auf euch. Ach, da seid ihr schon. Sie liegt schon wieder unten. Sag Bescheid, du mal zurückgehen? Warte, sag Bescheid, bis ich loslassen kann. Du kletterst da nach oben. Du musst Nach links. Ja, tue ich doch. Das geht ja nicht. Runter. Genau. Navigier du mal den Kevin. Ich gehe mal nach unten und. Bin ich da? Runter. Nee, weiter. Runter. Bin ich da? Jetzt kannst du loslassen, ja. Genau. Du stehst schon wieder auf der anderen. Du stehst halt. Nee, stehst du nicht. Okay. Ich hasse es, wenn ich liebe es, wenn ich sicher bin.